So, Aufnahme läuft jetzt bei mir etwas mehr als eine Stunde. Hat nebenbei noch mal eine dazu geschaltet. Ja, ich werde jetzt aufnehmen, bis wir in Bern angekommen sind. Und dann gucken wir, was da für Ladung ist. Wenn das so ein Schwertransport ist, dann lasse ich weiterlaufen. Ansonsten schalte ich Aufnahme dann bei mir nämlich auch ab. Und schalte ein bisschen noch eine Musi ein. Das ist der Song Request noch dazu. Und dann holen wir die Weihnachtsmütze raus, ne? Die Weihnachtsmütze. Für den Vorweihnachtsstream. Das hatten sie auf Antenne Bayern mal gemacht. Da haben sie mitten im Sommer haben sie Pink Fluffy Unicorn. Okay, Song Request bleibt aus, habe ich gerade beschlossen. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ja, genau, Paula Weihnachtslieder. Hatten sie einen Tag lang ernsthaft, Last Christmas. ja, einen Tag lang ständig Last Christmas gespielt. Mitten im Sommer. Da war irgendwie so eine Aufgabe, die die hatten. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, ich drehe am Rad. Stell dir mal vor, jetzt arbeitest du in so einem Büro, da läuft Antenne Bayern und der Chef, der einzige ist, der das Radio umstellen kann, ist nicht da. Ey, ich war den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs und ich habe mir ständig Last Christmas angehört, weil der Rest ist halt einfach auch cool, muss man sagen, ja? Aber den ganzen Tag Last Christmas. Ja, im Hätten sie Hochsommer. wenigstens mal, oder 70 sehe ich gerade, wenigstens mal eine andere Version davon gespielt, weißt du? Nein, Licht habe ich auch keins an, läuft bei mir. Herr Paul, wir hatten es vorhin über Weihnachtslieder, wo wir dann gesagt haben, wir machen am 24. August einen Vorweihnachtsstream, 4 Monate bis Weihnachten. Schnitzel zieht sich eine Nikolausmütze auf. Schwitzt wie Sauron. Dann machen wir eine kleine Weihnachtsparty. Genau, mit Glühwein. Meinst du, wir kriegen Glühwein? Um die Jahreszeit? Eventuell im Getränkemarkt. Soll nur selber machen. Ich bin rechts neben dir, wollte ich nur sagen, ne? Ah, Also schön. fast eigentlich auf gleicher Höhe und ich fahre eigentlich nur 70. Ich frage mich gerade, warum meine mal langsamer wird. Ja, es geht ein bisschen bergauf. Also ich beschleunige auch jetzt gerade weiter, weil da ist Mautstelle. Maut. Ja, bitte vorwärts, ich würde mich freuen. Keinen Fall. Keinen Fall. Natürlich. Ich mache eine extra Christmas-Playlist noch. Die wird reingepulvert. Und dann geht's ab. Ja. Ach du Scheiße, was ist denn da? Was? Dann Baustelle? machst du Weihnachtsmützen-Giveaway, so 1 € pro Mütze. Ja, logisch. Du vollgeschwitzte, vollgesiffte Dinger, oder was? Also Geh doch fahr rüber. vor, da ist irgendwie. Achso, ich soll vor? Ja. Okay. Da ist auch noch Baustelle hier. Arsch, kriegst du eine geile Aktion. Hast du denn jetzt bei dir Pink Fluffy Unicorn reingeschmissen? Nee, nee, der hat mich gerade mit was angeflüstert. Ach so. Ich bin wahrscheinlich jetzt schon ganze Ecke weg von dir, ne? Ja. Naja, es wäre besser gewesen, wenn du vorne geblieben wärst. Kann ich Wobei, ja auf der gleich anderen Seite, wiederholen. vielleicht, wenn ich dann. Ja, okay, es sind aber noch über 300 Kilometer bis Bern. Wenn ich dann 400. einen Tacken früher in Bern bin, dann kann ich gucken, ob ich noch was nach Genf habe. Weißt du, weil dann kannst du einfach weiterfahren. Was sowieso sinnvoll wäre, weil wenn ich was nach Genf habe, hole ich dich wieder ein. Also, es sei denn, ich muss erst 30 Kilometer fahren, bis ich aufsatteln kann. Pixel, der Link meint so einen billigen 1 € mit, den ich denn hier vergriffen weil ich muss zu meinem Weihnachtsstream im August. Vor Weihnachtsstream, ja? Vor Weihnachtsstream, ja. Ich weiß nicht mal, ob ich da bin zu der Zeit. Alternativ wäre ich eh beim Gabriel, da könnte man einen bestimmten Tag einrichten.
müssen wir einfach nur hergehen. Da wird ganz dezent ein paar Plätzchen noch gebacken. Mal gucken, ob ich einen Christbaum kriege. Na okay, wir wollen zwar nicht übertreiben jetzt. Ich wollte gerade sagen, übertreiben wir nicht. Ja, also so eine 3-Meter-Tanne muss da schon rein. Weiß man nicht, wie ich meinem Nachbarn dann klar mache, dass die Baumspitze bei ihm im Wohnzimmer steht, aber... Ja, hallo Herr Clausens. Sie fragen sich sicher, was das Loch in der Decke soll. In Ihrem Boden, besser gesagt. Ich habe gerade Pink Fluffy hier und die Ghost will mir laufen. Was? Sag ich doch. Wie lange geht denn der Mist? Hallo, es ist Sommer, kein Weihnachten. Ja, ich weiß. Nicht von mir wohlgemerkt. Das hat jetzt nicht Yannick. Yannick, du kleiner Bastard. Was hat er denn? Du kleiner Satanist. Last Christmas? Kann es sein? Was? Last Christmas? Bis jetzt noch nicht und bring meine Zuschauer nicht auf blöde Gedanken. Das war eine Frage, das war nicht keine Aufforderung, das war eine Frage. Ich habe niemanden dazu aufgefordert. Was war es denn dann? Jingle Bells? Alter, ich dreh grad durch. Klingglöckchen, Klingeling. Stille Nacht. Jetzt sag's halt, was denn? Pink Fluffy Unicorns Dancing on Rainbows. Ah, es scheint vorbei zu sein. Normal. Oh, nein. Ach, herrlich. Oh, da werde ich aggressiv bei. So, ich habe keine Ahnung, ob du da runter musst, aber da wird es ein bisschen eng. Ja. Jetzt kommt SpongeBob seinen Fun-Song. Also, für dich ein bisschen enger. Ja, wobei, es geht eigentlich sogar. Es hat enger ausgeschaut. Als es jetzt am Ende war. Nein, ich danke, habe keine Paula. Danke. Jetzt kommt Last Christmas. Danke, Schlüssel, schreibt sie, ja. Danke, was? Nee, Moment, wieso ich? Ich hab da nichts. Du meinen Leute auf solche Gedanken bringst. Nein! Doch? Hab ich nicht. Selber schuld, wenn du Song Request reinmachst. Ich lasse heute draußen. Hab ich gerade so irgendwie beschlossen. Ich muss echt mal die Blacklist überarbeiten. Also, wer Weihnachtslieder hören möchte, Ausrufezeichen Multi, dann könnt ihr euch beide gleichzeitig anschauen im Multistream. Schade, dass Max keine Facecam hat. Ich würde jetzt gerne das verzweifelte Gesicht sehen. Nein. Und mich daran ergötzen. Das ist ganz gut, dass ich hier keine Facecam habe. Hätte ich mir auch noch was anziehen müssen. Oh, zu viele Details. Viel zu viele Details. Sorry mal. Nee, du warst ja relativ nah dran. So groß war der Abstand jetzt gar nicht, ne? Oder soll ich mal ein bisschen langsamer machen? Hab ich dich noch in der Liste? 500 Meter, ja, ein bisschen langsamer. Und dann gehe ich mal vom Gas, lasse etwas rollen, nehme einen Schluck aus dem Glas. Ich bin ja so ein Riesenfreund von Worm und Last Christmas. Was kommt denn hier noch? The Weather Girls, It's a Raining Man. Dann kommt jetzt hier noch das rote Pferd. Ja, kommt noch das Dönerlied vielleicht. Wer weiß. Logisch. Holt den Christbaumschmuck raus, ja. Damit ich euch mit Christbaumkugel bewerfen kann. Ja, und mit Lametta. Erwürgen. Mit Lametta erwürgen. Ja, okay. Ein Lametta-Seil geflochten. Let it snow. Oh. Ich liebe euch. Ihr habt es gehört, er möchte mehr davon. Ja. Ich glaube, ich muss mir die Song-Request-Kosten wieder höher schrauben.
Boli 2000 Punkte oder so. Ja, teilweise habe ich da auch schon drüber nachgedacht. Frozen, let it go. Das ist aber super. Ich meine, ich werde damit ständig beschallt. Ja. Da kommt eine Baustelle. Hallo, ich bin Olaf. Und ich liebe Umarmungen. Genau. Es ist so geil, mein kleines spinnt ja da total drauf. Ne? Die hatten den Schlafanzug von der Warum Eiskönigin. Warum fährst du so langsam? Ja, ist ja okay. Ich beschleunige schon. Was willst du denn? Alle Schnauze rein. So. Tempomat ist drin auf 80. Mal gucken, ob du mithalten kannst. Die hat so einen Schlafanzug, einen Olaf-Schlafanzug, ja? Die Nase, okay. Also klar, wie beim Schneemann typisch meistens, eine Karotte. Eine Karotte? Ja, aber die ist einfach nur aufgedruckt und die ist im 3D-Effekt quasi. Die steht tatsächlich nach vorne ab, ne? Moment, Brotpilot, auch danke für deinen Follow. Total klasse. So, jetzt. Ich hab gesagt, die Nase, die steht so nach vorne ab. Das ist total super. Ja. Und dann ist doch der komische Elch oder was auch immer. Nee, Rentier. Der immer die Karotten frisst. Ja. Wie ist er denn? Keine Ahnung. Er frisst auf jeden Fall die Karotten. Und ist auch immer scharf auf die vom Olaf. Ja. Du meinst, was das immer für ein Ding ist, wenn die das den Schlafanzug anhatte? Also ich meine, so ein dicker Winterschlafanzug, jetzt nichts mehr, ne? Dann ging es immer, und weh, du beißt in meine Karotte. Hat mein Kleine zu mir gesagt. Das war für mich so eine Aufforderung. Ich hatte meinen Spaß. Oh, doch, die Eiskönigin willst du einen Schneemann bauen. Oh. Warte mal, das geht und? Dann immer. Auch das ist lustig. Finde meine Kleine auch immer klasse. Musste nur so an die Tür klopfen, wie das Lied auch losgeht. Ja. Dann kommt hier noch Schnuffels Weihnachtslied. Was? Volle Länge. Ich möchte nicht, dass das 20 Minuten sind. Ich kann nicht beruhigen, sind 25. Toll. Ich glaube, 10 Minuten ist das Maximum. Ben ja. War der Typ, ja, doch müsste Sven gewesen sein, gell? Sven ist der Typ, ja. Aber nicht das Rentier. Hieß das Rentier Chris? Na, Chris? Nee. Da kam irgendwann und sagt, Christoph, genau. Ach, Christoph, genau. Nee, war der Typ, mein Paula jetzt. Nee, der Christoph war doch, der Typ? Christoph war der Typ und Sven, der ist das Rentier. Ach ja, genau. Halt, links. Danke, Paula. Ich meine, das ist einer, der sich auskennt. Ja. Ich habe den Film erst einmal gesehen. Im Kino und es war wunderschön. Oh, da kommen wir auch entgegen. Die Kekse, wollen aber kannst du mal bitte einen Permanent geben? Dankeschön. Oh, haben wir ein kleines Problemchen? Ja. Hat sich gerade von selbst getimeoutet, kann Keks noch nachhelfen. Na da. Schlimm ist das heutzutage. Mit manchen. Ja, ja. Oh, ich sehe dich zumindest noch im Rückspiegel. Ja, und ich war schon 81. Was? Ich war nach wie vor 80. Nach wie vor. Da habe ich nichts geändert. 83 hoch. Da schwingt er und Abflug. Oje, Max wird die Weihnachtszeit hassen. Ich hasse Weihnachten im Allgemeinen. Echt kein Weihnachtsfreund. Ja, was heißt Weihnachtsfreund? Also ich mag die Hektik nicht. Also ich finde es einfach übertrieben. An sich das Ganze schon. Also das weißt du, dieses Gemütliche und Zeugs dann auch. Aber ich hasse diese Hektik von einem zum anderen zu fetzen. Und es hat sich bei uns Gott sei Dank alles ein bisschen entzerrt, sodass ich sagen muss, wir haben da wirklich eigentlich nur erster Feiertag. Da geht's zu meinem Vater im Endeffekt. Und viel mehr ist es nicht. Also relativ relaxed und damit hat sich das. Ich finde Weihnachten ist immer so ein das verlogenste Fest des Jahres teilweise. Ja, stimmt ja. Also so kenne ich es halt aus meiner Familie. Irgendwas, da kommen Leute, die hassen sich gegenseitig und machen da einen auf gut Happy Family. Ja. Deshalb finde ich Weihnachten ist immer so ein heuchlerisches, verlogenes Fest.
Aber so an sich, ja, schön gemütlich und alles schön toll. Auch das Essen ist super. Also da vermisse ich fast schon wirklich die Zeit, wo ich dann bei meinem Vater war. Ja. Weil da ging es ja dann, bei Vatern gab es dann was zu essen, meistens Ente oder Gans eben. Eine ganze Ente quasi. Genau. dann ging es zur Oma, dann ging es vom Vater der Freundin nochmal da zu den Eltern und teilweise kam nochmal die Tante und Gottes Willen. Bist du da irgendwie 4 Tage nur am Ente, Kaninchen, ganz am Futtern? Ah, ich bin da echt an früher denke, weißt du, wo ich noch, also wo wir Kinder waren dann, also das war schlimm eigentlich, weil du hattest Heiligabend, gut, aber ganz normal in der Familie, sag ich mal, ne? Also da ist nirgendwo jetzt irgendwo hingegangen. Aber erster Feiertag dann zu der einen Oma. Den ganzen Tag. Ja. So. Zweiten Feiertag zur anderen Oma. Und immer nur essen, essen, essen. Mittag, ja, es ist, Kaffee, es ist immer so eine Riesenhetzerei. Oh, nee. Gehst auf, dann heißt es ja hübsch machen und man muss ja super aussehen. Ja, und dann fährst du zum Mittagfressen. So, bei Oman gab es dann irgendwann immer so einen tollen Spaziergang. Und dann ging es weiter. Kaffeekuchen. Ja. Wurde gerade weggeräumt und dann gab es auch schon das Abendbrot. Gottes Willen. Nee, das ist echt, ich weiß auch nicht. Sowas finde ich irgendwie immer übertrieben. Bei Ellie ist Weihnachten ganz entspannt. Da wohnt die Familie 7 Stunden weg. Urlaub. Ja gut, es ist halt eine andere Geschichte dann nochmal, ne? Also ich habe dann über Skype gefeiert. Nee, also jetzt mittlerweile muss ich ja sagen, seit ein paar Jahren ist es bei uns relativ entspannt. Jetzt auch mittlerweile, also früher war es einfach nur Stress irgendwo. Und aber jetzt mittlerweile ist echt entspannt. Wir machen da keinen riesen Stress oder riesen Aufhebens oder sonst was. Wir machen das auch ganz relaxed. Nicht irgendwie so an Heiligabend, weißt du, dass du da, aha, und richtig dickes Essen. Ich muss hier im Übrigen runter. Und du fährst weiter, ne? Ja. So, dann erstmal gute Fahrt. Ich gucke, ob ich eine Ladung in Genf bekomme. Jo. Ja. Noch mal ein bisschen zusammensitzen, gemütlich. Ja, genau. Und so ist es eigentlich dann mittlerweile, dass wir zum Teil, es dann auch so ist, dass wir erster Feiertag erst auf den Nachmittag dann zu meinem Vater gehen. Weißt du, zum Kaffee und dann gibt es noch ein Abendessen und dann ist gut. Und da machen wir auch keinen riesen Stress, sondern da setzen wir gewisse gemütlich zusammen und dann hat sich das. Aber alles andere ist, ja, keine Ahnung. Finde ich einfach irgendwo zu viel. Ja, keine Angst, Paul, dein Geburtstag kommt schon noch vor Weihnachten. Ja, meiner auch. Was ist denn der 26. dieses Jahr für ein Tag? Ein Feiertag. Was? Na, der 26. Dezember? Na, 26. Juni. Ach so. Montag, Möchte ich vielleicht am Sonntag besuchen, Paula? Vielleicht habe ich bis dahin dann schon einen Mofa. Vom LKW aufs Mofa. Schaffst du das dann überhaupt, Max? Was? Ich meine, wenn du gewohnt bist, LKW zu fahren und dann aufs Mofa. Es ist immer so eine. So eine riesen Umstellung, oder? Ja. Ohne Scheiß, letztes, als der Schüler hier vorbeigefahren sind mit dem Ufer, dachte ich mir, auch eingekrasst, keine Maschine. Was der los? Schießt hier um die Kurve wie ein Bekloppter, ey. Lass dich nicht ran. Hat er nicht. Ist aber der in die Leitplanke eingeschlagen. Stimmt, Paula. Wo du es gerade sagst, 26. Ja, du kommst am Wochenende vorbei. An dem Wochenende, an dem Samstag, ich weiß nicht, feierst du? Jetzt natürlich dann doof. Weil in den Wochenenden ist bei uns Schlossfest. Schlossfest und den Samstag, weil was freue ich mich? Schulfest 400 Jahre Bestehen unserer Schule. So. Das machen wir jetzt ganz einfach, ganz schnell. Wird jetzt abgeladen.
Ach, ich finde es immer lustig, wenn man irgendwie Leute hat, mit denen man zockt, irgendwie dann später mal rauskriegt, ach, man wohnt ja ziemlich nah beieinander. Ja. Ich hatte damals einen, mit dem habe ich über ein Jahr gezockt bei uns im World of Tanks Clan. Und dann kam immer so drauf, ne, wer kommt denn so aus welcher Ecke? Der war eigentlich relativ selten da. Und dann kam immer so drauf, ja, Mensch, ne, das Kaff, wo ich hier drin wohne, das kenne ich auch. Ich sag, komm, du kennst dieses Kaff? Ja. Wohnen hier 20 Kilometer weiter. Ich sag, ne. Doch. Ich sag, ja, toll.